Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Heiß und Kalt anzunehmen beim Fjord Sambos in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Aber ich denke mal, ich kann euch die Quest so zeigen, dass ihr sie auch in WOTLK Classic schafft. Man muss sich nun zu diesem See begeben. Und hier muss man 5 Quest-Items sammeln von diesen Mobs. Zerbrechlicher Klagegeist. Und hier haben wir es. Essenz des Eises. Landet im Inventar, kann man sich auch in die Leiste ziehen. Davon braucht man 5 Stück. Wie es aussieht bis jetzt, in WoW Retail hat es eine 100%ige Drop-Chance. Könnt gerne posten in die Kommentare, wie es in WoTLK Classic aussieht. Moment, das braucht man 6-mal, nicht 5-mal, Entschuldigung. 6-mal. Wenn ihr euch das Quest-Item in die Leiste gezogen habt, so wie ich, seht ihr, dass ich jetzt 6-mal habe. Ihr müsst also nicht immer ins Inventar schauen oder mitzählen, wie viele davon ihr habt. Nun müsst ihr euch hier in dieses Questgebiet begeben, was auch jetzt hier angezeichnet ist, und diese Quest-Items auf diese Teile benutzen. Die kann man nicht anklicken, einfach in die Nähe laufen und Essenz des Eises drauf anwenden. Okay. Dann nehme ich halt das. Interessant. Das Spiel veräppelt mich doch. Sag mal. Ich will dieses hier. Na jetzt aber. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich schon 3 von 6. Jetzt habe ich noch 3 von diesen Essenzen. Und muss 3 von diesen hier verworrenen Eisenschrott sammeln. Solltet ihr die Mobs werden, müsst ihr sie halt bekämpfen. Bin halt zu hoch für dieses Gebiet, deshalb werde ich die meisten Mobs nicht. Die meisten Mobs. Komm schon auf das da. Und jetzt habe ich keine Essenz mehr. Dafür habe ich jetzt gleich Eisenschrott. Quest ist bereit zur Abgabe, juhu. Hinweis, falls ihr noch keinen Kaltwetterflug habt, erinnere ich euch an das seitdem geliehene Windreiterzügel. Damit könnt ihr normalerweise in der Sturmgipfel, Eiskrone und Scholasarbecken fliegen. Ich weiß aber nicht, ob es das Quest in WoTLK Classic auch geben wird, ich hoffe es. Weil das war echt nützlich. Ach ja, die Quests hinter dem Item sind Quests auf YouTube, die habe ich hochgeladen, genau wie dieses, in denen ich erkläre, wie man genau an diese geliehenen Windreiterzügel kommt. Quest ist abzugeben bei Fjord Sambos in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!